mir denn irgendwie helfen? Ja, los! Sag ihr, wer du wirklich bist! Wie bitte? Kennen wir uns? Ach komm, aber was sollen diese Mätzchen? Das weiß doch jeder, was für eine gute Schauspielerin du bist. Na, 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 das geht jetzt aber zu weit, ja? Darf ich mir vorstellen, Werner Seifert, der Direktor dieses Hauses? Cordula van Dering und Silvia Wielander, meine Begleitung. Die Heidenberg, wir müssen sofort zur Polizei, bitte fahr! Was, du meinst Frau Seifert? Nein, sie ist Barbara von Heidenberg, jetzt fahr endlich, bitte! Sie können ihrer Freundin ruhig bleiben. Wir machen jetzt einen kleinen Ausflug. Fahren Sie los! Entschuldigung, ist denn etwas? Sie schauen mich an, als hätten Sie ein Gespenst gesehen. Das gibt's doch nicht. Sogar dieselbe Stimme. Erinnere ich Sie an jemanden? Ja, raus mit der Sprache. Können wir Ihnen irgendwie helfen? Ja, los! Sag ihr, wer du wirklich bist! Wie bitte? Kennen wir uns? Ach komm, aber was sollen diese Mätzchen? Das weiß doch jeder, was für eine gute Schauspielerin du bist. Na, 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 das geht jetzt aber zu weit, ja? Darf ich mir vorstellen, Werner Seifert, der Direktor dieses Hauses? Cordula van Dering und Silvia Wielander, meine Begleitung. Ja, das glauben Sie. Wenn mir Ihre Begleitung freundlicherweise ins Büro folgen würde, dann könnten wir diese Angelegenheit diskret klären. Ja, was denn für eine Angelegenheit? Ach, jetzt lassen Sie uns doch in Ruhe. Nein, nein, lass mal. Ich bin ja gleich wieder da. Vielleicht könnten Sie inzwischen Frau van Dering die Dessertkarte vorlesen. Selbstverständlich. Also, das kann sich doch nur um eine Verwechslung handeln. Ja, natürlich. Ja, das wird sich ja herausstellen. Komm. Schön. Na? Erkennst du den Raum wieder? Würden Sie mir bitte sagen, warum Sie so aufgeregt sind? Ich weiß nicht, wie du es geschafft hast. Wieso duzen Sie mich eigentlich die ganze Zeit? Aber sag mir nur eins, was willst du hier? Es tut mir leid, ich habe keinen blassen Schimmer, worum es eigentlich geht. Sehr überzeugend. Wie lange hast du für diese Rolle geübt? Ich habe ja verstanden, Sie verwechseln mich mit jemandem. Also damit wir das Missverständnis aufklären. Hier bitte, hier ist mein Personalausweis. Wie Frau van Dering gesagt hat, ich bin Silvia Wielander und ich kenne keine Barbara. Das bedeutet doch gar nicht, so einen Wisch kann man doch fälschen. Du willst mich damit doch nur täuschen. Herr Saalfeld, für wen auch immer Sie mich halten, ich... Hör endlich auf damit! Ich bin Krankenschwester und verheiratet mit Dr. Paul Wielander. Ich begleite Frau van Dering, weil sie sehr stark sehbehindert ist. Ich hoffe, wir haben die Angelegenheit damit erledigt. Emma, so ein Trampel. Wenn die noch weiter hier rumschnüffelt, dann werde ich sie eliminieren müssen. Und zwar für immer. Ja, Laura! Wie schön, dass du noch da bist. Stehen bleiben! Da rein! Los! Und jetzt die Handys her! Mach schon! Es tut mir leid, aber es ist vorbei. Ich liebe dich nicht mehr. Ich fange mit Emma ein neues Leben an. Such nicht nach mir. Felix. Jetzt senden. Lieber Ben, du hattest recht.
liebe Felix und gehe weg mit ihm. Du wirst mich nie wiedersehen. Emma. That's why I love her.